Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Dreamscapes. Dreamscapes? Hieß Dreamscapes, oder? Oh Gott, ich hab den Namen vergessen. Blöd. Okay, wir haben ja beim letzten Mal diesen Abschnitt hier fertiggestellt. Und nun werden wir mal zusehen, wo wir als nächstes lang können. Was ist denn da? Okay. Ist sie, aber sie hatte Angst. Warum ist sie weggelaufen? Ja, wir brauchen ja hier noch Drahtstücke. Einer fehlt uns noch. Stimmt, so war das. Da kommen wir nicht heran. Haben wir irgendwas? Ja, wir haben den Kescher. Der scheinbar nicht... Nein! Bleib da! Der scheinbar nicht dafür gedacht ist. Und den Fahrstuhl können wir erst rufen, wenn wir da... Also, ich denke mal, wir müssen weiter zum Clown. Nee! Der will essen. Das ist Bestechung, Freundchen. Das gibt's ja wohl nicht. Der will essen von uns. Okay, was können wir hier noch tun? Ein Teil vom Clown fehlt. Ey, Scheiße. Wo können wir noch hin? Da sind wir fertig. Viel Auswahl haben wir ja nicht mehr. Oder gibt es irgendwas im Tagebuch? Ich zapp das jetzt hier nochmal schnell durch. Das ist ja alles das, was wir erlebt haben. What? Ich dachte, man kann hier vielleicht was rausziehen. Nee. Wir wissen ja über die tragische Familiengeschichte Bescheid, ne? Okay, können wir nicht. Für den Hasen. Okay, irgendwo haben wir noch was. Ah. Ach, das wird auch nicht. Da brauchen wir eine Angel oder irgendwie. Keine Ahnung. Eine Angel? Brauchen wir eine Angel? Den Vater jetzt da reinwerfen wäre nicht so doof. Aber eigentlich müssen wir noch da mit den Kescher rankommen. Sonst ist hier auch nicht viel. Moment. Irgendwas muss hier beim Clown sein. Irgendwas habe ich übersehen. Übersehen. Seine Äuglein verfolgen einen. Der kleine Penner will was zu essen. Entschuldigung. Gib mir das. Nein. Gibt es nichts. Okay. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Wir haben ja... Was ist das hier? Ach so. Was? Ist das jetzt ein Hinweis gewesen? Nee. Entweder bin ich blöde. Der will was zu essen. Nee. Auch nicht. Wir haben ja jetzt nicht so viele Gegenstände, dass man sagen kann, ey, logisch. Bisschen ratlos bin ich ja schon. Da hinten können wir nicht nochmal hin. Okay, wir haben nur den... Wir müssen zum Clown. Aber was müssen wir beim Clown machen? Hier kann man auch nichts anklicken mehr weiter. Doof. Ich probiere es einfach mal mit Hinweis. Es gibt nichts zu tun. Was? Moment. Was? Ernsthaft? Okay, auf sowas muss man erstmal kommen, ne? Frisst du Schmetterlinge? Er mag Schmetterlinge. Sehr gut. Alter. Voll brutal, der kleine Ding. So, okay, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Gut. Schnüre einsetzen. Wir müssen bestimmt alles... Setze die Ketten zusammen und schalte alle Lampen von 1 bis 6 ein, indem du die Chips umplatzierst. Was?
Achso, diese Chips. Man kann sie nicht drehen. Okay, wo ist denn die 1? Da ist die 1. Wir brauchen jetzt erstmal irgendwas, was zum Beispiel so gehen könnte. Vielleicht. Das ist jetzt Puzzling. Nee, warte mal, da muss irgendwas anderes rein. Da muss irgendwas was von... Ja, sowas. Jetzt brauchen wir vielleicht so einen hier. Einfach mal testen. Wir probieren ja noch. Wir üben ja noch. Jetzt würde der hier eigentlich ganz gut passen. Ich teste das einfach mal, check das einfach mal durch. Irgendwas wird da schon Sinnvolles hoffentlich bei rauskommen. Müssen wir die alle miteinander verbinden? Das ist jetzt die große Frage. Ich denke mal schon. Ah, nee, das kann ich hinhauen. Vielleicht so. Vielleicht ist das auch alles total Banane, was ich hier mache. Nee, Moment. Der könnte hier hinhauen. Nee, das kann dann auch nicht passen. Egal, der Ninja Hunger. Ich versau's mir gerade hier, Schüler. Schön. Wir sollten erstmal von der 1 an alles verbinden, ne? Probieren wir es mal so. So, so. So, die sind verbunden. Dann vielleicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht mehr durch. Gut. Sind die jetzt nicht miteinander alle verknüpft? Ne, guck mal, die passen gar nicht. Nee. Eventuell. Gucken wir mal, ob wir damit was gerissen kriegen. Sowas ist gar nicht mal so unknifflig, muss ich feststellen. Besonders wenn wir in mehrere Richtungen gehen müssen. Ach so, wir hätten das mal anmachen müssen. Ich Idiot. Ah, okay, gut. Understand. Okay, den lässt er dann getrost aus, die 4. So kann ich den aber auch nicht. Nein, hör auf. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Jetzt lässt er den wieder aus. Ich werd bekloppt. Okay, das heißt, ich brauche dann irgendwie was, was abgeht, aber nicht mehr... weitergeht eventuell. Sowas hier. Ah ja, okay, okay. Dann bräuchte ich mir vielleicht den hier. Jawohl! Okay. Musste nicht logisch aussehen, musste nur hinhauen. Fahren wir mal eine Runde. Hinab. Oh. Eule. Okay, jetzt geht's wieder auf die Suche. Wie viel haben wir denn hier? 3. Da ist einer. Da ist der zweite Beobachter. Und da ist der dritte Beobachter. Sehr schön. 88 nur noch übrig. Okay. Gut, was haben wir hier noch? Wir können hier runtergehen. Das muss befestigt werden. Dafür brauchen wir wahrscheinlich das Seil.
müssen wir auch irgendwas festmachen. Ach, guck mal da. Nice. Schon lange nicht mehr abgetaut. Jetzt haben wir Vater und Laura aus Papier. Aber was machen wir damit? Hier muss irgendwas zwischengesteckt werden. Wir müssen jetzt mal irgendwie abtauen. Uptown Girl. Sie taut ab. Ich tau ab. Hallo, hast du Laura gesehen? Okay. Rede mit der Gruseleule. Ist okay. Kann man mal machen. Ich brauche irgendwie erstmal das Seil. Jetzt komme ich ran. Verstehe. Okay. Wird schon mal hier sein. Okay, Moment. Was haben wir jetzt hier? Natürlich nicht. Aber vielleicht können wir damit angeln. Obwohl ich das auch nicht glaube. Doch. Das Ding heiß. Sie packt wenigstens eiskalt in die Tasche, weißt du? Bei anderen Spinnen kann er nicht anfassen. Ich brauche echt irgendwas. Irgendwas. Sesam! Öffne dich! Und hinein ins Winter Wonderland. Talented Laura, don't you really want to wake up and live? Get out! It's just a dream! You won't learn anything from me. Then this dream will become your nightmare. Help me! Ist das ein Arsch? I'm very cold. Ja, der Frau ist kalt. Kann man verstehen? 12. Dezember 2011. Manchmal erscheint mir unser See in meinen Träumen. Ich liebe diesen Ort. Er strahlt eine eigene Schönheit aus. Vor allem im Winter, wenn es schneit. In der Ferne, am anderen Ufer, befindet sich ein Bootsschuppen. Einmal bin ich ins Eis eingebrochen und Tim hat mich wie durch ein Wunder gerettet. Mehr gibt's nicht zu? Ach, guck mal da. Ah ja, Beobachter. Mal da ist noch einer. Ein Beobachter noch. Der könnte auch hier sein. Help me. Ja, sollten wir jetzt nicht zu oft drauf latschen. Das könnte sonst in die Hose gehen. Okay, hier ist er nicht. Irgendwo muss ja noch ein Beobachter sein. Da ist er wieder, der kleine Pin. Diesmal war mir in der Kobold eine keine Hilfe. Anscheinend beobachtet er mich nur. Okay. Sollten wir vielleicht mal zum Bootshaus gehen? 3. Guck mal da. 3 Beobachter. Noch einer? Okay, hier muss ich irgendwas kaputt machen. Du gehörst erstmal mir. Die nehmen wir mit, okay. Achso, wir brauchen erstmal Asche und so ein Kohle oder sowas. Schlüssel zugefroren, okay. Was ist das? Benzin. Und
da ist der letzte Beobachter. Nice. Okay, was können wir jetzt hier Schönes basteln? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen erstmal irgendwie Feuer machen. So weit, so gut. Das muss ich absägen. Habe aber noch keine Säge. Ne, mit Benzin trinken bringt auch nicht viel. Wo können wir ein Gewicht dranhängen? Da müssen wir was warm machen. Nein, okay. Der Kobold ist nicht mehr da, aber ein Zippo. Hier in einem Schal. Okay, das ist übel. Nee, das ist ja mies, Okay, wir brauchen irgendwas, um den Baum zu fällen. Vielleicht können wir das mit dem Schal durchdingsen. Mit der Haarnadel. Nein, auch nicht. Mit dem Gewicht auch nicht. Beim Boot gab es ja auch nichts mehr. Leider können wir ja noch nichts erkennen, deswegen ist es doof. Wir brauchen Holz, wir brauchen eine Säge vor allen Dingen. Oder irgendwas, womit wir sägen können. Können wir dir schon irgendwie helfen? Scheinbar nicht, die friert so vor sich hin. Ich bin noch am Überlegen wegen der Lösung. Ich bin auch nur ein Mensch. Eine Säge. Wo zur Hölle kriege ich jetzt eine Säge her? Wie kann ich hier was... Ach, ich kann ihn absägen. Wir haben nichts zum Sägen dabei. Die Säge liegt im Schuppen. Wir brauchen aber die Säge, damit wir den Schuppen auch öffnen. Das wäre übel, oder? Wäre eine ganz üble Nummer. Eine Säge. Haben wir irgendwas, womit wir jetzt oben wieder erstmal weitermachen können? Kommen wir hier wieder raus? Nein, wir kommen gar nicht raus. Ah. Ja. Ich hätte gerne mal eigentlich wer da oben überprüft, aber okay, er macht nur unten. Eine Säge. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Hier können wir nichts weitermachen, außer das angucken. Ich dachte eigentlich, werde ich den Schal verwenden als Zündungsmittel. Ah, vielleicht brauchen wir das doch nicht. Nice. Hey. Jetzt kannst du den bestimmt nicht benutzen. Jetzt muss man bestimmt den Schal benutzen. Ja. Okay. Supi. Und? Aha! So, wie viele Beobachter haben wir hier? Viere! Da ist einer. Da ist der zweite. Und finde ich die anderen beiden jetzt auch noch auf Anhieb? What? Rolle die Kugel in das Loch am Ende des Labyrinths. Das Loch öffnet sich, wenn beide Lampen grün leuchten. Welche Kugel? Ach du Scheiße. Das ist ja genau mein Ding. Ja, okay. Das ist ein bisschen tricky.
Nur nicht zu doll drehen. Okay, ich muss es drehen. Nein, 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 nein! Rutsch. Super. Nein! Ach so. Danke. Nice. Haben wir hinbekommen. Okay, mir fehlen aber immer noch zwei Glotzer. Wo steckt denn da eine Katze rein? Zwei Glotzer. Hier ist doch gerade noch eine Lupe aufgesprungen. Achso, nee, das war das. Entweder verstecken die sich gerade ziemlich gut oder ich sehe sie gerade nicht. Hier fehlt ein Knopf. Hey, danke. Guck mal da. Das war der dritte. Der andere kommt bestimmt, wenn wir das Ding runterfahren, das Boot. Nimm ich. Da. Sehr nice. Okay, wir haben eine Kettensäge. Damit können wir jetzt mal hier ein bisschen aufsägen. Ne? Wir haben eine Katze. Wow, da ist Benzin drin. Um Himmels Willen, da ist Benzin drin. Wow. Okay, das nehmen wir einfach mal so mit. Thank you. I became stronger. Free me from my other nightmares. Hurry up. There is little time left. Na klar. Gut. Aber jetzt fehlt mir noch irgendwie... Oh, okay, ich sag nichts mehr. Okay, den Schmetterling können wir eventuell wieder einfangen. Das merke ich mir. Ach, guck mal, hier ist noch eine Tür. Ach, jetzt sind hier auch neue Glotzer. Da muss ich nochmal kurz zurück. Aber hier nicht. Okay. Wir haben jetzt hier noch eine Tür. Da muss eine Fee rein oder sowas. Haben wir nicht. Da kommen wir auch noch nicht ran. Oh, was können wir jetzt tun? Wir haben eine Lupe. Wir haben eine Katze. Wir haben Gewicht. Können wir irgendwas beim Clown noch wieder machen? Nee, okay, wir müssen irgendwas da machen, aber was? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Will nicht nochmal dahin gehen? Okay. Welch wundersames Schloss. Ich frage mich, wo wohl der Schlüssel zu dieser Tür steckt. Nee. Ich hab keinen Plan. Ach, warte mal. Ich Idiot. Jawohl! Eingehauen. Okay, hier sieht schon wieder creepy aus.
zwei Beobachter übrig. Einer ist da und den anderen sehe ich auch schon. Das sieht aber echt skurril aus, Freunde. Hinter den Figuren ist etwas, ich werde es mir holen. Was muss ich da machen? Wir wollen im richtigen Moment abpassen. Ich habe wieder seit langem nicht geschrieben, doch das hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich bin einfach nur traurig. Das war's, was es gab. Guck mal, fertig. Specki kann man nämlich wegziehen. Ist da noch mehr? Die da sieht komisch aus. Jawohl. Wir haben, was wir brauchen. Ich will ja nicht nörgeln, aber das hier scheint nicht wie ein Traum von einem reizenden Mädchen. Warum nicht? Das Haus hat 4 Zimmer. Ich glaube, in jedem sollte sich ein Charakter befinden. Da oben kommt bestimmt das Mädchen hin. In der Küche. Mutti! Und die Katze pennt auf der Couch. What? Was ist das denn, ey? Anscheinend hat der Sandmann Lauras Familie umgebracht. Wohin führt diese Tür? Was ist das eigentlich für eine Tür? Die will Geld. Ein neuer Abschnitt. Oh, ich glaube die Kindheit. Sie sind durch die Hälfte des Spiels gekommen. Oh, schon. Ein Glotzer ist hier irgendwo. Wo ist der Glotzer? Da ist der Glotzer. Hallo Laura, falls du gerade stehst, setz dich lieber, denn ich möchte dir ein paar tolle Neuigkeiten erzählen. Erstens habe ich auch in diesen Benny in meinen Träumen gesehen, von denen du immer schreibst. Er war ausgelassen, zottelig, verschmitzt und auch ein bisschen unheimlich. Das ist er, nicht wahr? Ach, ich habe ihn nicht erwischt. Sobald ich ihn erkannt hatte, bin ich aufgewacht. Außerdem möchte ich dir gerne erzählen, dass mein Papa seine Arbeit hier beendet hat, sodass meine Eltern und ich wiederkommen. Die letzten 2 Jahre kamen mir wie eine Ewigkeit vor, doch schon sehr bald werden wir wieder zusammen sein. Und dann bringt uns nichts mehr auseinander. Beste Grüße, Tim. PS, ich schicke dir das Foto von mir, um das du gebeten hattest. Im Hintergrund befindet sich meine Schule. Warum ist da eine Batterie drin? Man kann hinter das Haus, ins Haus. Kann man durchs Fenster gucken? Ich brauche eine Leiter, um heranzukommen. Ach, guck mal hier. Okay, wir brauchen eine Leiter. Die Katze! Held des Tages. Okay, 3 Beobachter. 1, 2. Und eine schnurrende Katze. 3. Yeah! Super! Fliegen Laternen nicht schauen, okay. Oh, süß. Süßes Kätzchen. Gleich mal Flöhe untersuchen. Nein. Anscheinend heute vergessen Milch. Oder irgendwie sowas brauchen wir. Klischee-mäßig. Oh, einfach mal eine Leiter gefunden. Kann man ja mal machen, wa? Hallo. Warum will die denn Leiter jetzt nicht aufstellen? Ah, danke.
21. August 2001. Seit Tims Fortgehen ist ein Jahr vergangen. Wir schreiben einander und wenn ich seine Briefe lese, habe ich das Gefühl, er wäre ganz nah bei mir. Ich hoffe, er liest auch meine Briefe gern. Der Faller. You. But how is it possible? Yes, it's me. You're right. My power is growing. Now I can live in the world of people. Go away! Wait, I come to offer you a deal. I want to offer you the chance to forget who you are and to live a simple life. An ordinary man with his little daughter. Give me her secret and I will be gone forever. Never! Is that your final word? Well, soon you will die, and one day your daughter may never wake up too. I must hurry. I can still be in time. Oh, if only the old shaman were alive. Okay. Oh. Alles ein bisschen mysteriös, wa? So, und damit kommen wir ins Haus. 2, 1. Und guck mal, da unten der kleine Scheißer. So, damit haben wir die 2 auch. Schön. Ich liebe ja sowas. Das muss eine Art Sammelband sein. Die römischen Ziffern stehen was für die Nummer einer Ausgabe. Aber ich kann sie nur nicht vertauschen. Aber das müssen wir bestimmt